Hey Leute, was geht? Leon hier von Kraftmann Radeberg und wir beschäftigen uns heute mit der Abwehr von Dritten. Wir hatten jetzt gerade das Beispiel eines geraden Tritts nach vorne. Das haben wir schon kennengelernt, wie wir agieren, wenn Schläge auf einer kreisförmigen Bahn kommen oder Schläge auf einer geraden Bahn kommen oder einen geraden Weg zu uns. Das ist nichts anderes wie bei einem Tritt vom Grundablauf. Stockabwehr gerade, hinterseitig raus, Schlag gerade, hinterseitig raus. Kommt was zirkulär, unser Schwinger, gehen wir auch wieder diagonal nach unserem Schritt, aber gehen in die Bewegung rein. Nichts anderes machen wir hier, nur dass wir uns woanders drauf fixieren. Wenn wir jetzt einen geraden Tritt haben, der von vorne kommt, möchten wir der diagonal rausgehen und wir parieren. Wir haben unsere Inside Defense, reden von 200%, 100% Handverteidigung, 100% Körperverteidigung, ich springe nicht aus der Feuerlinie raus. Bedeutet also, wenn der Tritt kommt, haben wir ein Füßchen, und wir halten das mal hier, haben wir hier die gerade Linie. Wenn ich jetzt hier schon mal seitlich mit rausgehe, ist das schon mal gut. Wenn ich jetzt hier nur pariere, ist das auch okay. Wir wollen ja nicht draufschlagen und blocken, das ist nicht gut, das wird meine Hand auch nicht schaffen, sondern es ist nur ein Parieren. Ich schiebe also, meine Hände sind oben, ich schiebe das Ganze hier ein bisschen zur Seite, meine Hand rutscht hoch und muss jetzt schauen, wo kann ich mit arbeiten. Bin jetzt hinter ihm gelandet. Jetzt habe ich wieder verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte A, nachdem hier steht, kicken. Ich könnte hier einen Takedown bringen, ich könnte hier noch mal schlagen. Alles Möglichkeiten oder so wie er steht, ich bin vorbei, trete meine Flucht mit an. Tritt kommt, gleich nicht raus, kann nochmal kicken, kann meine Beine auch schubsen, trete meine Flucht mit an. Habe jetzt einen zirkulären Tritt, also Low Kick, Roundhouse Kick, verkürzen wir auch wieder die Distanz. Wir müssen nochmal herholen, wie das war bei einem großen Schwinger zum Beispiel. Wir sehen eine Außenbewegung, schützen uns, gehen rein, holen uns das Ganze, kicken. In unserem Schema F, altbekannt. Wenn jetzt von der Seite ein Kick kommt, machen wir genau das gleiche. Wir gehen wieder rein, kann mir meinetwegen das Ganze holen, kann hier auch kicken, ja, gehen seitlich raus, das Ganze bricht meistens schon in sich zusammen. Schieß hier wieder mit rein. Jetzt kann ich mir das Bein holen und festhalten, meinetwegen. Es kann sein, dass ich hier einen wunderschönen Bobby abbekomme, also das Knie auf den Oberschenkel, bestimmt super blauen Fleck, tut auch weh. Aber wenn ich zurückgehe, habe ich wieder nicht mehr das Maß an Kontrolle. Vor allem, wenn ich jemanden habe, der schneller ist, der vielleicht schon mal gekickt hat, Kickboxer etc., der da Erfahrung hat, bin ich mit Zurückgehen nicht gut bedient. Jetzt bin ich wieder eben dran, er ist in einer schlechten Position, er steht auf jeden Fall nicht mehr so stabil, sein Genital, ist frei, ich kann kicken. Ja? Ich kann hier oben arbeiten, ich könnte jetzt auch anfangen, irgendwelche Würfe zu machen, wollen wir im Kraftmann gar nicht, wäre aber alles wieder möglich. Geh rein, boom, kicke, steig dich raus, check die Area und verschwinde.